sogar eine Bellona wegfahren kann auf der Open World, dann stimmt da irgendwas nicht. Ja, gerade die Bellona. Sagen wir zu, sie den Schlüssel wieder. Was willst du dafür? Nichts. Echt? Ist aber nur noch eine Nummer, also wenn du da dann was so. Das macht überhaupt nichts. Cool. Ja, komm ich rüber, bist du schon drüben? Ja, ich hab den ausgelöst. Okay, Moment, ich bin gleich da. Ist auch ja, cool. Will noch einer eine Rattlesnake haben, alte Bauweise, 4-Volt Speed? Ja, also so fragst du eigentlich schon, vielleicht ist sie noch besser so. Also die hat, sag schon, alle drei goldene Upgrades drin, im ja, Flux Magazin Access, Kopfupdating und Speed drin. Nehme ich, wo fahren wir oder wo ich denn? Ja, ich stehe jetzt. So, ich bin jetzt erstmal in Philipsburg. Ja, ich hab nichts geplant. Ja, Master Commander, ne? Alter, die Surprise ist auch nicht nur zum Flüchten oder zum Jagen, da ist auch zu denken, dass man eine gute Perfektposition rankriegt. Aber das ist halt scheiße eigentlich. Das ist alles noch Jäger und Geflüchtete. Dankeschön. Das wollen sie besonders da aufbauen. Aber wenn man eh nicht nachkommt, dem Hinterschiff. Wenn sie nur denken wollen, so Hinterschiffe, dann am besten mit Blutjagd der Gräser anfangen, dass so zwei, drei Leute, dass wirklich die größeren Schiffe kommen müssen, dass man die ja nachkommt. Muss dann eben der Surprise, das ist ja nie Chance, wenn jemand wegfährt, dann hat es eigentlich keinen Spaß mehr. Wird damit auch eine Chance, jetzt wegzukommen. Ja, Hinterschiffe waren aber auch nicht auf Geschwindigkeit aufgebaut damals. Die waren, genau. Die waren auch nur aufgebaut um Fracht. Das fehlt mir noch ein. Das ist ein Upgrade-Slot für mehr Laderaum anstatt. Das ist ein Laderaum. Gibt's doch. Es gibt bestimmt mehr Laderaum. Also es gibt... Ach so, so ein Perma-Upgrade. Schießt er denn hin? Ja, dann ist sie aber extrem langsam. Ja, extrem nicht mehr wendefreudig. Das ist mir egal, wie die Fähigkeit hat. Ja, es sind so ein paar Sachen, die müssen unbedingt einmal weggeschliffen werden. Na gut, dann wechsle ich jetzt mal mit Bossa den Channel, weil wir wollen jetzt mal ein paar Runden fahren. Wenn was ist, melden wir uns. Gibt's einen Cooldown auf den Brace oder kann man die ganze Zeit einfach nur Brace nein, drücken? Nein, nein, Cooldown. 5 Minuten habe ich ausprobiert. Er braucht, glaube ich, 10 Sekunden, dass er läuft. Und dann 20 Sekunden läuft er und dann hast du 5 Minuten Cooldown. Christian, geht's auf Gruppe 2? Ja, freilich. Alles klar, bis dann. Ciao. Ja, ciao. Servus. Danke. Ne, macht dann gleich noch einer mit in die Fahrt nach Head Island und wieder zurück? Ja. Ich fahr gerade noch mal. Mit was? Material verschieben? Ja, also ich fahr mit einer Loco Bonte eben nach Head Island und schnipp meinen Bermuda-Zieler raus und so ein bisschen zum Dimm alles rein und dann wieder abkühlen. Also ich will mitfahren, ich nehme meine Dings dann, meine Indianer, ich muss das Zeug nach Pedernale schaffen. Sonst kannst du mir auch Sachen rübergeben, sonst wenn die da sind. Ein bisschen Karas kann ich ja mitnehmen. Ich bin so oder so voll gestoppt. Oha, ich habe ja zwei Hände. Ach genau, ich habe ja immer besorgt von den Niederländern. Ich guck mal, wo kommen die denn her von den Niederländern? Bestimmt eine Spende. So, ich habe mal Hold Optimation drin. Wer ist denn hier Frank? Frank ist wieder einer der Anfänger. Kommandeur. Danke, ihr Pfad Melone. Ach, das ist schon so great, ne? Ja. Ah, ich hab Pfad Melone, also... Ja, okay. Trotzdem, danke.
Wie gesagt, der Ben Crusader, der war mir was einfällt. Weil das weiß ich, dass der. Du warst doch mal, ja, ich komme mit den Stimmen direkt von meinen Leuten. Das ist das, was mir gut einfällt, weil das ist genau. Vor allem sein, vor allem der Mission hat der mal Constitution Code, das ist nichts. Stinker hat es dir einladen. Da mach ich mal nix. Ich hab was geschrieben in den Clanschatz. Ah, das bist du? Okay. Der Fischminister. Aber nicht. Da, da, dann. Dankeschön. Meine Freude mit dir. Oh Mann. Mach jetzt noch eine 14 Millionen. Ich. Und Master und Commander, du bist das halt der, den gleich die Red Snake hat. Jo, ich bin eben nur jetzt hier. Ich hab unten in Guayabur Jahre 25.000 Mahagoni. Normales Mahagoni oder normales Mahagoni? Ach, normales. Nee, normales. Kann doch schön behalten, das normale. Das brauchen wir trotzdem noch. Ja, okay. Ja, das gehört immer, das verschiffe dann noch. Da wir. Ja. Du kannst ja nur 1000 verschiffern und 4 mal, ne? Wie war das? Ich glaub, oder 5, oder 5 mal. Was war denn alles nochmal, den mal gesagt haben? Der Maroni-Hafen. Da habe ich auch Maroni rumfliegen. Müsste ich auch irgendwann mal Gleitschutzkrieg nach Kugel gucken. Ja, da fahre ich mal hin, man möchte es gar nicht was so dazu finden. Sollst du vielleicht schon hier so? Ja, weil ich wollte eigentlich mit, wollte eigentlich ein bisschen mit Leitschutz nachgehen. Ja, kann ich, ich frage mich gerade. Ich frage mich dabei, sie von Zanoch war noch ein bisschen der, oder? So, jetzt verkaufe ich von der Fine Oak. Hat wieder 13 Millionen, glaube ich. Fine Oak? Warte mal, der Akkusavia ist doch voll damit. Historical Artifact. Wo kann ich denn das verkaufen? Immer. Nee, alles da. Und? 14 Minuten! Ich hab's in Gustavia gelernt. Oh, was auch. French Goods. Nein, das passt nicht rein. Ich muss mir jetzt Training anmachen, dass ich mehr Last tragen kann als Schiff sonst. Ihr seht ihr. Ich glaube, den hat's gemacht. Der hat ja vorher auch schon 20% gemacht, oder? Ja. Der haben sie gelassen. Nehme ich trotzdem. Ich hatte erst gerade mal eben 14 Millionen gemacht, ich habe mein Live oben ganz schön gesagt, wir verkauft. Der Live oder der Fein Live? Ja, Fein Oak, so. Okay. 14 Millionen, boah. So viel Geld habe ich noch nie auf dem Konto gehabt. Ja, ich bin auch heute, ich war da auch gedacht. Ja, die Preise werden sich halt entsprechend anpassen. Ja, ich weiß. Ja. Ja, jetzt habe ich jedenfalls wieder den Einslot im Warenhaus wieder frei. Bei diesem Feindruck. Ich muss mal gucken, habe ich hier noch mehr feines Zeug geblieben? Oh, die letzte Zeit, ja. 35, das wird in der Höhe schon, glaube ich, ne, wobei das ja nicht schlecht, wie wir denn sie mit Surprise Crash tun können. Weil, wie gesagt, Labor Contracts, also Labor Hours, kannst du von mir kriegen, das ist nicht das Thema. Habe ich mir gedruckt, ja, halbwegs mal. Was? Ja, aber wo? Wo? Guck mal, ich hab's in der Force Rates im Shop. Was ist drin? Rappen von Hamburg. Was? Rappen von Hamburg! Oh, ich sehe, hier. Ja, das Schiff heißt so. Oh, das ist doch keine Ahnung. Ist das ein neues Schiff? Ja. Oh, hier ist ein Ocean verkauft. Was kostet das? Agenendon, ja. Bunkerbahn. Kannst du nicht kaufen, gibt's nicht. Ja, ich dachte, es ist ein Shop. Ja, du siehst den Reiter dafür im Shop. Achso. Was ist denn? Ist das denn nur Hinner oder was? Nein, das ist ein Begleitschiff, Konvoi-Schiff eigentlich.
Mann angefangen. Ja, die kommt doch noch, die zweireihige, sag schon, große Indiamer. Ja, die hat glaube ich 10.000 Laderaum. Und die hat auch, Dings hier. Ich glaube über 60 Kanonen. 54 von Thomas. Ja. Sollte von mir aus über Bord werfen, dann bin ich mehr Ladung transportiert. So, mach doch, Commander, sieh zu. Ey, mit 10.000 Laderaum. Ja. Wie viel Laderaum? 10.000. Mindestens zweimal Indiamer. Jo, mach doch, Commander, wo bist du denn? Wäre schön, aber das ist ein Hätte. Ich pose Lager. Das macht noch ein super Lagerschiff in den Hafen aus. Also ich ziehe jetzt den Kapitän auf der Kurse. Weil wir wollen ja auch mal langsam los. Ja, ich muss halt, ich hab wir ja können unsere ganze Stunde warten, weil der Wind ist komplett behindert. Ja, ich hab keine Ahnung, wie heißt das? Ich bin jetzt meine eine in der Welt verschenkt, deswegen nicht mehr mit dem wieder. Ich habe eine noch spielen hier am Sack hier, kurz gesagt, habe ich noch eine rumfliegen. Oh, das ist sicher mal so verschenkt und schlecht gehalten. Das ist ein wahrer Gentleman. Na, dann müsste ich mir auch mal eine zusammen craften, ne? Indiaman, Tierwood, Speed, Speed. Oh, die Craften, die jetzt wieder meine Augen. Will der Speaker dann auch mitfahren nach oben? Hab ich ja gesagt, ich fahr mit auf, ja. Nee. Ja noch so ein bisschen der auch, ja. Ja, dann kann er, da soll ich mal einladen hier, weil das ja, ist ja, warte. Der geht gerade wie ein toter Fisch. Sorry, Mann. Lädt sich mal auf den Strich irgendwann. Nein, ja. Wir machen jetzt gleich Escort-Tour. Um 9 ist es. Warte mal, dann nehme ich jetzt mal die schnelle Surprise. Da müssen wir halt mit, Also, ja, können wir machen. Also, ich fühle dann lieber Escort. Beziehungsweise... Ja, jetzt ist ja auch nicht. Was genau ist das für ein Event, was da ist in Lava Naves? Das ist einfach, da wird nördlich einfach so ein großer Bereich aufgeblockt und derjenige, der in diesem Bereich hingeht, dann in 2 Stunden nach oder so die meisten Leute um die Insel verbrannt. Ach, das die Top 10. Wie das selber aus oder was? Unsere Agamemnon-Matte raus, oder? Ja. Ja. Okay. Beziehungsweise halt Agamemnon-Butze. Warum macht ihr nicht das Event kaputt und fahrt damit First Rate rein und macht das ganze Event schon? Das macht nicht das macht nicht das Event kaputt, das macht deine First Rate kaputt. Ja, die anderen fahren dir weg. Weil dass diese Events wieder rauskommen. Diese scheiß Wix-Events. Ja, das ist aber jetzt. Das ist doch gut. Bist du ein Hater? Nein, ich will durchs normale Craften wieder die Schiffe erreicht bekommen. Kannst du doch. Kannst du doch. Wo kann ich jetzt eine Agenetten craften? Erzähl mir das mal, aus welchen Schiffen? Ja, da gibt's bestimmt noch durch den Admiralty Store oder so, die Blueprints. Die sind nicht craftbar, also die kriegst du nicht durch Blueprints, also wenn du andere Schiffe craftest. Ja, noch nicht, noch nicht. Ja, das werden sie auch wohl nicht mehr reinbringen, komischerweise. Klar, man muss auch irgendwie die Blueprints noch kriegen. Bis jetzt gibt's ja noch nicht. Was macht aus. Der jetzt gerade mal? Wir fahren jetzt um Skyline. Warte mal, bei der Agamemnon hatten wir doch immer noch irgend so ein Segel-Upgrade drin. Was war das? Reinforced Sails? Reinforced Sails, genau. Ah. Und dazu noch die Lightweight Warps und Blocks. Warum das? Und Ram-Rations solltest du auch mitnehmen. Ja, die Reinforced Sails, damit brauchst du mehr Leute im Sailing. Und durch die Lightweight Warps und Blocks brauchst du weniger Leute im Sailing. Das ach, ist halt so der Ausgleich. Ja, das dreht sich, das dreht sich alles schneller und so. Es ist quasi derselbe Effekt wie weniger Leute im Segeln. Okay, ich bin in Position. Wie ist da auch? So, kommst du? Ja, ich warte eigentlich, dass hier Dings hier, dass du die Registry noch mit abnimmst. Ach so, Entschuldigung, ich dachte, ich würde jetzt loswerden. Ganz kurz nach Fertig, Jutta. Du wolltest ja erst noch die Registry, weil dann kannst du ja auch gleich kriegen, aber ich auch nicht Platz hier oben, weil du musst da wieder. Habe ich hier nur noch eine Fuß und Tour, eine Victory, hatte meine Red Snake und... So, wo bist du denn gerade? Ah, da. Nee, ey, warte, ich dreh gerade den Weg. Ja, einmal Gruppenweite schon mal. So, der da. Kannst du mich anschauen? Okay. Warte, ich muss hier noch gar nicht überraschen. Jetzt kannst du. Das ist Bernadette. Ey, das ist ja kacke, das hat ja, das hat ja wenig Sinn, wenn du das mal Harmonic zu Frame Parts umbaust. Warum? Ja, weil das,
wenn ich 30, ich brauche 30 Mahagoni Log für 50 Mahagoni Frame Parts. Und mit diesen beiden Mengen haben sie genau das gleiche Gewicht. Das Holz nach oben schicken mehr Sinn, weil gar nicht lang nach oben gegangen wird. Okay, ich bin raus aus dem Hafen. Lädt mich mal jemand in die Gruppe an. Solo? Jo, bin dabei. So, dann geht erstmal Tour Head Island nach oben. Dann wieder nach Kosaria, dann Zeug für die Surprise zusammenpacken und dann wieder runter nach Basikere. Genau. So, alle da, alle dran, alle da. Nee, ja, warten, der Rücken hat ja was fehlt noch. Also ich war gar nicht mit. Wir machen mal jetzt okay. Ja. Ziki, bist du denn nachher hast du denn nachher Zeit dafür? Oder willst du auch das PvP werden mitmachen? Nee. Du musst ja kein Problem, du kannst ja schon. Weil ich habe auch leider keine Außenposten. Weil ich habe sie alle voll. Alles voll wie die Hose. Der Menier, der steht hier noch rum. Was ist für ihn? Ja. Da muss ich sagen, ist ja hier im Channel. Ja, also. Oder war zumindest. Also, gerade sich hier jetzt hier nicht. Nee, der ist. Blind. Ja, wird sich hier. Wie immer, erst eine Tasche. Nee, Sigi, bist du denn da? Hast du nachher Zeit dort zu craften oder nicht? In Bastia. Ja? Ja, wann du mir das dort gibst. Ah, Scheiße, jetzt hab ich was meine. Ja, ich hab keine Leber aus über. Nee, dann kriegst du nur ein, zwei Contracts. Damit. Ach, da brauchst du keine Sorgen haben wegen Leberhorst. Hallo? Ja, dann mach ich's schon. Ich hab 29 Contracts, ja? Ja. Ja, weil ich hab ja das Spiel zur Zeit nicht so wirklich. Und ich weiß nicht, was ich craften konnte, der die Zeit, weil groß ist ja irgendwie das feines Zeug und das hatte ich ja nicht. Ja, dann habe ich das einfach die Labor ausgespart und so ein bisschen mein Zeug wird gecraftet. Ich kann nur sehen, dass man sonst rechtzeitig die Kohle wird, dass das nochmal weg ist. Ja, dann ist eher das Wurscht. Ja, dann ist nicht alles geweiht. Die Schiffen werden alles weiht. Ja, weiß genau, auch ganz. Genau, deswegen sollte man es ja schon drüber, bevor ich was nicht mehr. Boxen voll. Ich habe aber keinen Spaß in der Kette. Was schicken wir ja alle nach Metallen da? Ja, eigentlich ist das der Rückweg für mich interessant. Ne, also ich muss sagen, also ich würde nicht ganz, wenn sie das Spiel wirklich denn sagen, das Spiel ist jetzt erstmal so halbwegs fertig und sagen, jetzt wird alles komplett auf Null resettet für alle Mann, ist egal, wer neu und wer alt ist, und dann jeder faire Chance, beziehungsweise es fängt nochmal komplett neu an. Und okay, so, fahr ich noch zwei, dann ist man längst sehr, ja, mit den größeren Schiffen nicht so cool zu lassen. Ich will auf, das ist so cool, wenn ich jetzt meine Waren schon in die Quere verschicken kann, weil ich muss immer Waren von den Alten nach dem Stand verschicken, weil ich mich schwer, wenn ich leer hochfahre, jetzt kann ich für die Hochfahrt, kann ich das in einmal mit anbauen. Jetzt kann ich sehr fahren für meine Lebensgeschichte, aber meine Schmerzen und meine Lebenszeit ist mir so wichtig. Bandot, mein Schiff ist voll. Mit 6528,4. Tonnen Scheißdreck. Scheißdreck. Ja, alles ist geschlafen. Mein Ding ist leer, aber ich hätte noch was im Boden nehmen können, bevor ich hier was mehr benutzt. Ah, shit. Ja gut, jetzt ist es zu spät. Ich bin halt nur am Rückweg interessiert, weil ich kaufe in aller Welt Sachen und verschicke die nach der Island und hinter der Island bleibe ich liegen, weil ich mich in der Lage bin, alles da runterzubringen. Normalerweise könnten wir eigentlich schon hochsegeln nach Norden. Ja, genau. Das Redit? Ja, ich hab jetzt Golden Rain for Sale und Golden Light White Ropes. Krass, wo hast du denn die goldenen Rain for Sales? Ah, hier kann man die bauen, ja, ne? Die kann man bauen, aber das Light White Ropes hab ich irgendwo aus einer... Die kann man auch bauen, ja. Was? Was wolltest du jetzt noch? Dann hast du gesagt... Ja, ne, ach so, ne, warte mal, Rain for Sales konnte man nicht bauen, deswegen hab ich die nur in blau. Ne, wo denn? Ne, kann man nicht bauen. Reinforced Sales, ich hab den goldenen Reinforced Sales, dann bin ich nicht, wo sonst hast du die gebaut. Die hast, die kannst du nicht bauen. Dann hab ich die auch aus einer, ich hab auf jeden Fall irgendwas aus den Bottles gehabt. Also ich hab's jetzt mal, auf jeden Fall. Gib mir einer welche von 10.000, dann
Was Reinforced Sails? Aber in Gold. Kannst du das bauen? Echt? Okay, dann sieht das mit den Sinn aus. Die kannst du nicht bauen. Die kannst du nicht bauen. Wollte ich sagen, du kannst nur Speed Trim und Churning Trim. Man kann nur Reinforced Shrudder und Reinforced Mesh bauen. Aber war jetzt das dritte, was du haben wolltest? Rumrechen, ja? Warum was hab ich dann in Gold? Vielleicht ist aber kein. Ja, wollte gerade sagen, hast du bestimmt aus einer Mission oder eine Flasche damals gekriegt. Mann, ich hab doch jetzt schon dreimal gesagt, ich hab doch aus einer Flasche. Ja, es geht doch um Werner Dotti, nicht mich. Achso. Ja, was? Lass mich doch erstmal meine Frage beantworten bekommen, bevor ihr weiter diskutiert, ihr Dünnelse. Boah. Warte, stopp, dass ich meine First Dress so billig im Schupfer hab, kann ich so deine NPC verkaufen. Ah. Fuck. Ist egal, ich hau jetzt das Survival Handbook rein, die Steel Tool Box und extra Hammocks und dann könnt ihr mich alle. Sag mal, was ist eigentlich in deiner, was ist eigentlich deine, Score Wanted gebaut, so, oder? Das ist eine Schauweise, 4 Watt Speed. Ach komm, 5 Preparation noch. Ich hab noch alle meine Schiffe sind nach Eidenbau. 5, 2, 1. Oh, Gott sei Dank. Das ist nicht so, dass es natürlich die Vorder- und Karten der Teams gibt. Das ist eigentlich das Einzige, was ich wirklich brauche von meiner Gegner. Machen die auch gleich. Da kriegst du die Kinder. Ach Gott. Das ist so wie Carpenter-Teams. Sinking mit. Ich hatte mal einmal, ich hatte goldene Carpenter-Teams und eine goldene Steel-Tool-Box dabei. Dann habe ich mit Zen und L gemacht. Zen hat mich die Matze noch 50% Zell runtergemacht und dann separiert. Ja, hier, hier, da ist der Captain des Pavillons. Hier, unser Kapitän. Gleich rechts von uns, Franzose. Ja, wir sind Franzose. Ja, was ist dann passiert, Nico? Ja, die haben das bis zu 100% wieder hochgefahren und sogar noch ein bisschen weiter als er eingeschossen. Boah. Der hat mir den mittleren Matz weggeschossen, da bist du ja bei 50% und einfach drauf repariert wieder. Mal probieren. Na, ich hab auch eine goldene. Ist auch bei mir in der Flieg drin. Frag mich doch mal mit denen, wo die Zauber denn ist. Das sind alte veraltet. Veraltet? Ja, ich muss die Mortarbrick leider schweren Herzens verkaufen. Da haben wir goldene Optimal Strata und Improved Magazine Access drauf ist. Leider alles altes Spiel. Ja, man muss langsam mal anfangen, die alten Kinder wirklich. Ich möchte mal wissen, wo meine Carpenter-Teams sind. Ich hatte goldene Carpenter-Teams. Die haben wir bestimmt alle genervt. Also bei mir haben sie auch welche von der Bestie. Guck mal, teilweise haben sie mir nur noch blaue dahingestellt von meinen goldenen Upgrades. Echt? Echt so? Ich dachte, die hätten die nur lila gemacht. Okay. Nee, die haben bei mir Papris blau gemacht. Ich hatte sehr viele Golden mittlerweile, weil ich konnte die auch immer selber craften nachher. Ja, auch die gefundenen haben sie mir auch untergestuft. Ja, bei den Craftbaren wäre